Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquaporisten-Kanal und wir melden uns zurück von Peter Finkes Serie heute zum fünften und vorerst letzten Teil, nämlich endlich, wie denn das Parus-Rubinus-Projekt gegründet wurde. Aber wir müssen das sehr intensiv im Internet begleiten. Wir müssen ein Forum, was einfach sehr aktiv ist. Wie es dazu kam, was für Personen involviert waren. Und vor allem die Leute, auf die es im Wesentlichen ankommt. Das sind nämlich die Leute, die in Südostasien selber leben. Die dort leben, wo die Paros noch vorkommen. Den Weg dahin haben wir jetzt natürlich schon größtenteils in den letzten Videos nachvollziehen können, aber natürlich nicht speziell aus der Paro-Aquaristik heraus, wie Peter selbst dazu kam, wie ich dann auch dazu kam. Damals haben wir uns auch kennengelernt, übrigens, Benny. Du warst damals noch sehr jung und hast teilweise auch Schreibfehler gemacht, weil du damals vielleicht noch zur Schule gingst. Und das andere, ich weiß noch, wie andere Leute mich etwas gehänselt haben und gesagt haben, ich sollte mich mal um die Erwachsenen-IGLer kümmern und nicht so sehr um diese ganz jungen Leute. Aber ich sah das anders. Und ja, wie sich die ganze Bewegung im Prinzip gegründet hat, was Peter dort angestoßen hat und warum es überhaupt notwendig ist, Paros auch ja, zu erhalten, warum es dieses Projekt überhaupt geben sollte. Damals habe ich schon Dankesbriefe von indigenen Völkern, die im Urwald lebten, auf Borneo bekommen, die uns gesagt haben, da kommen die Fremden mit Motorsägen und sägen uns den Urwald über unseren Langhäusern ab. Die fragen uns nicht vorher, ob sie das dürfen. Sie tun es einfach. Das lernen wir alle heute in diesem Video. Und jetzt kommt das ins Spiel, was erst sehr viel später, nämlich im Jahr 2005, passiert ist, was ich schon vorher erzählt habe, nämlich dass ich diese Dänin kennengelernt habe, die sich auch für die Paros begeisterte. Ich hatte viele Leute kennengelernt, die Helene Skobier. Und dieser habe ich erzählt, was man eigentlich machen müsste. Man müsste eigentlich ein Paros-Romenus-Projekt begründen, so wie ja, Walter Förster das mal gesagt hatte, weil das so interessante Fische seien und es würden auch noch immer weitere entdeckt, weitere Arten. Und wir bräuchten dazu aber etwas, was die IGL nie kann, nämlich die IGL spricht Deutsch, die IGL hatte damals auch große Schwierigkeiten noch mit dem Internet. Sie war hauptsächlich angewiesen auf ihren Makrobooten. Ich war damals sogar kurze Zeit Vizepräsident und Präsident der IGL, aber ich hatte mit Gegnern zu kämpfen, nämlich Leuten, die das schlecht machten, was ich sagte, die eben auch diese kritischen Gedanken nicht hören wollten, die teilweise sehr viel Gehör fanden in der IGL. Und der Einzige, der mich sozusagen wirklich haben wollte, war der, den ich damals auch Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 neu kennengelernt hatte, nämlich Martin Hallmann. Martin Hallmann war ein damals noch relativ junger Architekt, der war damals ziemlich erfolglos in Heidelberg. Er selber wohnte in Weinheim. Und inzwischen ist er ein sehr erfolgreicher Architekt, der so erfolgreich ist, dass er eigentlich gar nicht mehr genug Zeit hat für seine Aquaristik. Aber er war vernarrt in die Paros und in die kleinen roten Kampffische. Man hatte immer mehr Kampffischarten entdeckt, kleine Arten meistens. Und er hatte viele davon und er liebte die Paro-Arten. Und er machte mich mit Neugebauer bekannt, der damals Vorsitzender der IGL war. Und über ihn lernte ich auch noch andere Paro-Spezialisten kennen, mit denen Martin Hallmann auch an den Fundorten vor Ort gewesen war. Und
Ich kann mich noch sehr gut an einen Abend erinnern, den ich mit Martin hoch über Weinheim auf den Ruinen der Mauer einer alten Burg verbracht habe, mit weitem Blick ins Rheinland bis zur Viernheimer Heide, wo mich die Vögel interessiert hätten, aber es war viel zu weit weg. Und wir spannen da herum und überlegten uns, was wir machen könnten. Und ich sagte ihm, wir könnten zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft für Prachtgouramis, die es in der IGL begründet hat, neu gegeben hat und die dann eingeschlafen war, neu begründen. Aber wir müssen das sehr intensiv im Internet begleiten, müssen ein Forum, was einfach sehr aktiv ist, aufmachen. Und ja, Martin war aus mir nicht so ganz einleuchtenden Gründen etwas zögerlich und wollte sich nicht selbst sozusagen da engagieren. Ja, ja, gut, ich kann es vielleicht nachvollziehen mit meiner beruflichen Entwicklung. Wenn man jung ist im Beruf, dann muss man erstmal viel für den Beruf tun und hat dann nicht so sehr viel Zeit, sich nebenbei auch noch sehr stark zu engagieren. Und das wäre schon nötig gewesen. Und ich ging auf die Pensionierung zu. Ich war noch nicht pensioniert, aber es war sozusagen in Sicht. Und damals haben wir beschlossen, wir machen das. Ich kandidiere als Vizepräsident der IGL mit einem Holländer als Präsident. Und ich übernehme die Leitung der Paro AG und versuche, die neu aufzubauen. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und ich habe damals sehr viel für die Paro AG geschrieben. Damals haben wir uns auch kennengelernt übrigens, Benny. Du warst damals noch sehr jung und hast teilweise auch Schreibfehler gemacht, weil du damals vielleicht noch zur Schule gingst. Und das andere, ich weiß noch, wie andere Leute mich etwas gehänselt haben und gesagt haben, ich sollte mich mal um die Erwachsenen IGLer kümmern und nicht so sehr um diese ganz jungen Leute. Aber ich sah das anders. Mir war klar, dass die jungen Leute die Zukunft sind und dass man sich vor allem um die kümmern muss. Die Erwachsenen, die wissen schon mehr oder weniger selber, was richtig und was falsch ist. Und deshalb habe ich damals sehr viel in diesem Forum gemacht, dem Forum der IGL, aber alles auf Deutsch. Und das war, ich kann mich noch gut erinnern, als ich meinen 1000. Beitrag für dieses Forum geschrieben habe. Das war etwas, was mir sehr viel Zeit kostete. Und daneben lernte ich dann, wie schon erzählt, die Helene Skobier kennen. Und wir spannen wieder herum und sagten, ja, man müsste eben dieses Paus Romanus-Projekt doch begründen. Und da müsste man sozusagen sprachlich mehrgleisig verfahren. Das geht einfach nicht, dass man sagt, man sei international und redet dann nur Deutsch sozusagen. Und vor allem die Leute, auf die es im Wesentlichen ankommt, das sind nämlich die Leute, die in Südostasien selber leben, die dort leben, wo die Paros noch vorkommen und wo sie immer mehr sozusagen zurückgedrängt werden in kümmerliche Restbiotope, wo das Schwarzwasser sozusagen immer mehr über Abwasserkanäle abgeführt wird ins Meer, weil es nur stört und wo man dann nur große Ackerflächen schaffen wollte, um Palmölplantagen anzusiedeln. Da müsste man viel mehr tun. Das war also auch ein Ziel dieses in Aussicht gestellten Projektes. Und die entscheidende Aussage war dann die von Helene. Ich habe zwar noch keine Website selber gebaut oder vielmehr nur eine kleine für meinen eigenen Bedarf, aber ich will mal versuchen, das hinzukriegen. Ich will die mal sozusagen nach deinen Anweisungen bauen. Und ich habe dann die Struktur vorgegeben und Helene hat es gemacht. Und ich habe sehr viel geschrieben für diese Website über die Paros, nämlich
was ihre Bedürfnisse sind und ja, welche Arten bekannt sind und wie sie gezüchtet werden können und wie man sich um die Erhaltung bemühen müsste und dergleichen mehr. Also damals war ich sehr, sehr stark damit beschäftigt, in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit. Aber das haben wir durchgezogen. Und als es dann da war, haben wir es das Paus Romanus Projekt genannt. Und ich war sehr, sehr froh, dass es das schließlich gab, wenngleich noch nicht so aktiv, wie ich mir das wünschte. Besonders die Aktivität in Südostasien, die ließ noch gewaltig zu wünschen übrig. Es waren immer noch die Deutschen, die man ermahnen musste, dort Englisch zu reden, damit sie in der Welt verstanden werden. Aber es war eben immer mehr, es waren immer mehr Leute aus den USA, die da auch mitmachen wollten, die irgendwas gehört hatten davon, dass es diese Fische gab, die es bei ihnen sehr selten gab, aber ab und zu dann eben doch. Da gab es einige, mit denen wir damals intensiv korrespondiert haben. Dann gab es natürlich alte Freunde aus der IGL-Zeit, nämlich zum Beispiel Zaha Zakaria, der ein Arzt ist in in Malaysia und der selbst zu den Parobiotopen von beispielsweise Harvey immer wieder hingefahren ist, um mir auch zu berichten, wie es da jetzt aussieht und dass es da eben so schlimm aussieht und dass immer mehr Parobiotope in Malaysia überhaupt völlig verschwinden, dass das nur noch ja, Gräben sind am Rande von Palmölplantagen, dass die Primärwälder gerodet würden und dass es in Borneo genauso aussah. Ich habe das einmal nur selber kennengelernt, bei einem Besuch in Singapur, aber sonst immer nur sozusagen den Berichten entnommen. Ja, wir hatten das Paro-Projekt, wir haben versucht, die Menschen in Südostasien dafür zu interessieren. Und dort tat sich ja auch etwas. Dort taten sich Leute heraus, die selber Naturschutz betrieben wollten, die gelernt hatten, dass es sich bei ihnen lohnen würde, sich da zu engagieren, aber die sozusagen die ganze Infrastruktur nicht hatten, die wir natürlich für so etwas in Europa hatten, nämlich Vereine, die sich dafür einsetzen und die sich auch mal politisch stark machen, wenn es darum geht, irgendwas zu verhindern. Das alles gab es dort in dem Sinne nicht. Es gab also dieses Raffles-Museum in Singapur und es gab die eine oder andere aktive Gruppe. Zum Beispiel gab es sehr aktive Japaner um Hiroyuki Kishi herum, die häufig sozusagen auf Borneo waren und dort versuchten, neue Arten zu finden und die alten Arten wiederzufinden in den Restbiotopen, die es noch gab. Und ich habe immer mit denen guten Kontakt gehalten. Aber so ganz hat das damals noch nicht in dem Paro-Projekt geklappt. Deshalb glaube ich, dass es sehr gut ist, welche Entwicklung jetzt sozusagen Eingang gefunden hat, wo ich die Leitung abgegeben habe. Denn dort ist es jetzt sehr viel aktiver geworden, nämlich vor Ort. Wir hatten damals die Hauptaktivität in den Aquarien. Wir versuchten, diese Fische in den Aquarien, die wir bekommen hatten, zu erhalten. Und das ging mehr schlecht als recht, sozusagen. Ich habe einen Namen vergessen, der mir sehr wichtig ist. Das war derjenige, den ich noch vor Martin Hallmann kennengelernt habe, den ich sozusagen immer sehr geschätzt habe. Das ist der Bernd Bussler gewesen. Bernd Bussler war ein sehr, sehr guter Züchter von Paros geworden. Er ist Koch von Beruf gewesen. Er hat in dem Haus, wo seine Mutter lebte, sich frühzeitig eine Stube gesichert,
in denen er eine spezielle Aquarien Galerie aufgebaut hat, wo anfangs auch noch ein paar andere Fische da rumschwimmen. Am Schluss schwammen dort fast nur Paros herum. Und er hatte fast alle Arten, die wir damals in Europa und auf der Welt kannten. Und es gelang ihm, alles nachzuzüchten, was er da nachzüchten wollte. Und deshalb war er ein ganz großartiger, ein ganz großartiges Mitglied im Paris Formenus Projekt, insbesondere der ersten 10 Jahre, der ersten 15 Jahre. Leider ist er vor wenigen Jahren völlig überraschend schon verstorben und hat eine große Lücke gerissen. Aber wie gesagt, der Hauptpunkt sollte überhaupt Südostasien betreffen und nicht unsere Aquarien. Und ich bin sehr froh darüber, dass es jetzt tatsächlich auch ein bisschen deutlicher in diese Richtung geht, dass inzwischen auch Hiroyuki Kishi und seine Freunde, die Japaner, sehr viel stärker dort einbezogen werden, aber eben auch Chinesen. Denn Chinesen sind ja schon seit langem Menschen, die in Malaysia und Indonesien leben. Viele sind chinesischstämmig. Und ja, ich habe dann sehr spät auch den Wen Tianxi kennengelernt. Und zwar deshalb, weil der nach Deutschland gekommen ist. Ein chinesischer Biologe, der ein völlig abgeschlossenes Biologiestudium in China hinter sich gebracht hat, aber den merkwürdigen oder vielleicht auf Deutsche merkwürdig erscheinenden Wunsch hatte, in Deutschland nochmal Philosophie zu studieren. Und dazu ist er nach Tübingen gekommen und studiert da bis heute sozusagen die deutsche, vor allem die deutsche Philosophie, die von Hegel stark beeinflusste Philosophie. Denn das ist etwas, was es in China so gar nicht gibt, was aber doch auch irgendwie anschlussfähig ist an das, was er aus der chinesischen Tradition, etwa der Yin- und Yang-Tradition des Konfuzianismus, kennt. Und dieser Wen Tianxi ist ein großer Kenner, der nicht nur der Prachtguramis, sondern auch der Originalbiotope der Prachtguramis. Und er setzt sich seit einiger Zeit sehr, sehr effektiv dafür ein, dass einige dieser Reste, die wir noch haben, erhalten bleiben, dass sie womöglich aufgekauft werden und auf Dauer geschützt werden. Und damit würde das Paris Formenus Projekt genau das Ziel erreichen, was es eigentlich erreichen soll und was wir aber in den ersten 15 Jahren des Projekts von 2005 bis 2018 oder 2020 denn doch nicht geschafft haben. Erst jetzt ist es da soweit. Damals habe ich schon Dankesbriefe von indigenen Völkern, die im Urwald lebten, auf Borneo bekommen, die uns gesagt haben, da kommen die Fremden mit Motorsägen und sägen uns den Urwald über unseren Langhäusern ab. Die fragen uns nicht vorher, ob sie das dürfen. Sie tun es einfach. Und die Regierung hat das unterstützt. Die Regierung hat immer gesagt, wir fällen keine Primärwälder, das machen wir nicht aus kommerziellen Gründen, aber irgendwie geschieht es doch aus solchen Gründen. Irgendwie werden dann eben doch dort die großen Palmölplantagen angelegt und die Menschen, die vorher da im Urwald ja Tausende gelebt haben in ihren Häusern und dort glücklich waren, denen wird gesagt, zieht in die Stadt, in die Stadt kriegt ihr Arbeit, da kriegt ihr Geld, da wird euch Geld ausgezahlt fürs Leben und dergleichen mehr. Aber das alles ist sehr schwierig, sozusagen. So einfach ist es nicht, in der Stadt Arbeit zu bekommen und so einfach ist es auch nicht, sich so umzustellen, wenn man ein ganz anderes Leben gewohnt ist. Ja, das ist sozusagen der Stand der Dinge. Das ist aus dem Paris Formenus Projekt geworden. Und es geht weiter mit ihm.
Ich mache da nicht mehr aktiv mit. Ich bin aber ganz froh darüber, dass ich es damals gegründet habe, zusammen mit der Helene Skobier, und dass es jetzt auf diese gute Schiene geraten ist und hoffe, dass ihm eine gute Entwicklung noch bevorsteht. Jetzt haben wir das umfassende Bild. An der Stelle möchte ich erstmal Peter natürlich nochmal danken für seine Zeit, dass er uns so umfassend jetzt ins Bilde gesetzt hat. Wir sind also auf dem nahezu aktuellen Stand, wie das Parus Romanus Projekt die komplette geschichtliche Einordnung, wie es jetzt gegründet wurde, warum es notwendig ist und wie sich vielleicht auch das Hobby geändert hat. Wie immer sage ich jetzt nochmal, alle Kommentare da unten kann ich dann an Peter weiterleiten, beziehungsweise werde ich mich nochmal mit ihm treffen oder habe mich eventuell zu diesem Zeitpunkt schon mal mit ihm getroffen, um die Fragen aus den letzten Videos zu besprechen. Und wahrscheinlich, sind natürlich nicht aus der Welt, kann ich dann mit Peter nochmal weitere Videos aufnehmen. Ich gehe davon aus, dass wir dazu die Gelegenheit haben werden. Also weiterhin gerne Fragen unten in die Kommentare. Fragen zum Parus Romanus Projekt gerne auch direkt an mich. Ich werde da weitere Videos zu online stellen. Eventuell ist schon ein weiteres Video online. Eventuell, oder nicht nur eventuell, es kommen noch weitere Videos zum Parus Romanus Projekt online. Wie das aktuell sich gewandelt hat, was wir aktuell für Projekte haben. Und das ist natürlich, seitdem Peter das quasi die Leitung übertragen hat, dass seitdem natürlich durchaus noch ein bisschen was passiert ist. Das seht ihr dann alles hier auf dem Kanal. Schaut aber auch gerne mal direkt beim Parus Romanus Projekt vorbei oder auch auf Facebook vom Parus Romanus Projekt. Da sind eigentlich auch die aktuellen Entwicklungen immer ganz gut drin. Ja, ihr kennt es, da gibt es alles Mögliche, Newsletter und so weiter und so fort. Tragt euch gerne ein, wenn ihr euch Parus Romanus interessiert. Ansonsten sage ich nochmal Dankeschön an Peter und bis zum nächsten Mal. Ciao.